Projekt Kleingarten. Raphael unterwegs in der Natur. Die Gestaltung eines Kleingartens. Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video aus dem Kleingarten. Irgendwie ist es plötzlich warm geworden und Sommer und ich sitze hier jetzt mit T-Shirt und kurzer Hose und es gibt wieder einiges zu tun, was wir in diesem Video machen werden. Von daher, viel Spaß mit diesem Video. Ja, zuerst einmal habe ich eben angefangen, diese Bütt sauber zu machen. Da war ganz viel Modder und Schmodder drin, was alles so sich über den Winter da angesammelt hat. Und den habe ich einfach einmal ausgespült, mit dem Tuch ausgewischt und jetzt steht da jeder hier an dem Platz und kann wieder voll mit Wasser laufen über den Regen und so, dass wir da ein bisschen Wasser speichern. Und vor allem, wenn man hier irgendwas abwäscht, dass es nicht einfach so auf den Boden kommt, sondern einfach in diesen Bottich rein und wir hier einfach das Wasser ein bisschen speichern können. Außerdem habe ich wieder angefangen, hier den Schlauch wieder anzuschließen, ganz professionell mit einfach einem Band an so einem Gardena-Schraubding einfach festgeknotet. Und ja, jetzt haben wir wieder fließend Wasser. Das Wasser wurde ja übrigens auch angestellt. Von daher, ja, läuft es jetzt auch schon mal in die Richtung weiter. Als nächstes habe ich mich einfach daran gemacht, hinter dem Garten den Brennnessel, der da wuchs, so ein bisschen zu sammeln. Das heißt, ich habe ihn einfach rausgerissen und die Wurzeln dann weggeschmissen und die Blätter und ja, quasi der obere Teil oberhalb der Wurzel habe ich einfach erstmal in eine Schüssel gesammelt, gerade die etwas jüngeren Blätter. Und das sollte tatsächlich dann später ein Bestandteil des Salats werden. Meine pinken Handschuhe haben tatsächlich nicht so gut gehalten, deswegen hatte ich zwischenzeitlich echt dolle Schmerzen an den Fingern. Die Brennstacheln sind da tatsächlich doch durch die Handschuhe durchgekommen. Aber wie ihr sehen könnt, hier habe ich einfach eiskalt durchgezogen und weitergemacht. Ja, dann ging es tatsächlich auch schon einfach daran, den Boden so weit aufzulockern und umzugraben, die Wurzeln rauszusammeln, dass ich einfach da Erde aus dem Boden herausarbeiten kann. Da sind so kleine Hügel aufgeschüttet, wahrscheinlich um Pflanzen besser ansehen zu können und kleine Wasserspeicherung. Ich weiß nicht, was der Vorgänger da gemacht hat. Ich habe auf jeden Fall die Erde aufgelockert, alles zusammengesammelt und die Wurzeln rausgesucht und dann einfach im nächsten Schritt die Erde in Eimer gefüllt und die Eimer dann vor dem Geräteschuppen ausgeleert. Nachdem ich die Erde vor dem Geräteschuppen ausgeleert und glatt gestrichen hatte, ja, etwas glatt gestrichen bzw. etwas verteilt, weil da ja auch eine kleinere Kuhle war, habe ich dann die Gehwegplatten, die wir vorne ausgegraben hatten, dahin gelegt und die passten tatsächlich echt sehr gut daran. Das hat einen sehr schönen Look ergeben. Die Türen passten natürlich dennoch super auf. Dann habe ich einfach noch mit einem Stück Holz die Platten etwas festgeklopft, dass die gut in der Erde liegen und dann gab es weitere Erde, die ich einfach aufgefüllt habe, damit es da eine ebene Fläche gab. Wie man auch schön im Video sehen kann, wurde die Fläche da einfach etwas gerader und ebener und eben keine Kuhle mehr vor dem Eingang. Als nächstes habe ich dann den ganzen Geräteschuppen einmal ausgeräumt, alles was da drin war raus und dann einmal ein bisschen ausgefegt. Und den Bollerwagen, den wir bisher lang immer in der Hütte hatten, habe ich dann da reingestellt. Der passte tatsächlich perfekt rein, ohne dass ich es ausgemessen hatte. Und dann habe ich einfach die ganzen Geräte wieder in den Schuppen reingeräumt, dass wir einfach ein bisschen mehr Platz in der Bude haben und dass im Geräteschuppen einfach alles ein bisschen ordentlicher ist. Ja, ich muss ja wirklich sagen, der Bollerwagen passt ja perfekt rein. Also das ist ja wirklich grandios. Also ich habe es wirklich nicht ausgemessen und dass es so auf Anhieb einfach so passt, hätte ich nicht gedacht. Also das ist schon echt cool. Hat Spaß gemacht, nochmal das aufzuräumen jetzt. Jetzt ist das auch perfekt fertig. Und jetzt hat es ein bisschen angefangen zu tröpfeln, aber davon halte ich mich nicht weiter auf. Und setze mich jetzt erstmal rein, räume da vielleicht noch ein bisschen was auf und dann geht's weiter. Ja, wie eben schon gezeigt, steht da draußen der Grill und ich werde mich hier drin jetzt mal daran setzen und
Nudeln kochen. Nudeln liegen da schon. Und jetzt wird hier auch mal mit der neuen Gasflasche und dem Grill bzw. dem Kocher Nudelwasser gekocht. Und dann essen wir schön Pesto-Nudeln gleich. Wir machen noch einen Salat aus dem ganzen Grünzeug, was wir hier finden. Das heißt Löwenzahn, Kirsch, Brennnessel habe ich schon gesammelt. Vorhin habt ihr ja gesehen. Daraus machen wir noch einen schönen Salat. Wir haben noch ein, zwei andere Sachen dabei. Und ja, ich würde sagen, ich fange mal an zu kochen. So, wir haben jetzt noch schön gegrillt und schön gegessen. Haben auch auf dem Gaskocher da die Nudeln gekocht. Das war alles sehr, sehr schön. Und ja, dann war es das auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal für alle weiteren Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.